mir kein Wasser. Und mir in dieser Erbse hatte es ein Loch. Gewundrig, wie ich bin, musste ich in das Loch hinein. Da ist es aber tief, tief, tief durchgegangen. Da höre ich ein Poltern. Und das Hühnli hat mich angefunkelt mit seinen Hühnli-Augen. Und aus dem Schnabel ist ein Bach in die Tiefe gefallen. Der Jack und seine Mutter haben in einem kleinen Cottage in der Nähe vom Meer gewohnt. Sie waren zwar arm, aber der Jack war gut im Fischen. Und seine Mutter hatte ein paar Hühner im Stall. Und er ist gerannt und gerannt und gerannt und gerannt. Und er hat gar nicht gesehen, wohin er rennt. Und er ist um ein Haar mit einer dunklen Stall zusammengestoßen, die auf das Mal vor ihm steht. Er hat einen langen schwarzen Mantel getragen. Er hatte einen Säckchen über den Schultern. Und sein Kopf war nur ein nacktiger Totenschädel. Hast du mir den Weg zum nächsten Cottage zeigen? Ich gehe dort jemanden abholen. Ich weiss, was du dort willst. Ich gebe dir sie nicht, du kommst sie nicht über. Jetzt erzähle ich euch, wie es Ali Goli mal ergangen ist, als er einen Besuch beim Schneider gemacht hat. Der Koch geht hin, dreht ihn um. Das ist ja der Ali Goli! Der Narr vom König! Der hat mich doch jetzt nur einen Streich spielen. Und ich habe ihn gerade mit meinem Stein zu Tod geschlagen. Ui, wenn das jemand erfährt. Endlich hat er den Kampf gegen den Schlaf verloren. Zmitzt in der Nacht klopft es an der Nordwand vom Tempel und der Yoshinari hört die Stimme. Hallo? Ist da jemand? Ah ja, jetzt stehen sie da und schauen alle. Ich weiss jetzt, warum sie mich hier rausgeschickt haben. Aber wie ihr seht, lebe ich noch. Und ich habe mich ganz angenehm mit diesen 5 Geistern unterhalten. Und wisst ihr, wer da innen alles geistert hat?